Moin, ich bin Terence von Bike24. Wir sind hier beim Trailrunning Tech Check in der wunderschönen Dresdner Heide. Ich stehe mit Benny von Sunto, der Account Manager, und er stellt uns mal die neue Sunto 5 vor. Genau. Das ist unser neues Sunto 5. Wir haben hier unser neues Flaggschiff für den Läufer. Hier haben wir alles drinnen, was eben das Läuferherz und auch den Multisportler begeistert, so auch für den Triathleten. Wir haben die Schwimmfunktionen mit drinnen, wir haben Radfunktionen mit drinnen. Wir haben das GPS integriert, wir haben die integrierte Herzfrequenzmessung hinten drin mit einem Velocell-Sensor ausgestattet. Unser Augenmerk liegt besonders auf dem Akku. Wir wollen eine große Akkulaufzeit auch mit dem neuen Produkt erreichen. Wir haben hier bis zu 40 Stunden GPS-Laufzeit im Trainingsmodus. Genau, das ist halt eben, dass du wirklich auch all deine Multisportfunktionen hast und eben auch tagsüber eine normale Uhr nutzen kannst. Genau. Was noch bei uns neu ist, die Uhr wird jetzt komplett in Finnland gefertigt, also auch für diesen Preispunkt sehr untypisch. Wir haben ja 329 Euro Verkaufslage, aber eine wirklich handgefertigte Uhr in Finnland, wo wir doch wirklich das Qualitätsmerkmal der finnischen Marke wiederherstellen wollen. Von der Sichtbarkeit, wir haben hier eine Tastenbedienung mit 5 Tasten. Du hast hier ein beleuchtetes Display natürlich, Farbdisplay. Du hast hier 80 Sportarten vorinstalliert, wie ich dir schon gesagt habe, eben um hier die Multisportler abzuholen. Eben Laufen, Trailrunning, alles mit drinnen, Radfahren, alles, was das ganze Herz begehrt. Was jetzt das Schöne ist bei uns, die Uhr ist auch von der Software her komplett von unseren oberen Modellen, also von der Sunto 9, wirklich unser Flaggschiff oben für die Multisportler, komplett übernommen. Das heißt, wir haben wirklich dieselbe Menüführung, dieselbe Software, alles gleich wie bei der Sunto 9, hier in dieser kleinen Sunto 5 verbaut. Wir haben hier Glunos-Systeme mit drinnen, also du hast auch mehrere GPS-Systeme mit drinnen. Kannst du hier unten eben auch Beleuchtung alles umstellen, die Sensoren. Unser Slogan für die ganzen Uhren ist Never Out of Battery. Das ist das Sinnvolle an den Uhren. Das heißt, wenn wir hier oben draufschauen, hier haben wir immer, wie lange hält uns der Akku noch, wenn wir jetzt diese Sportart starten, dass du auch wirklich nicht irgendwie in die Situation kommst, dass die Uhr während dem Laufen ausgeht. Das wollen wir nicht machen. Die Uhr schaltet auch selber zurück von der Akkulaufzeit oder beziehungsweise von den Funktionen. Das heißt, während du beim Laufen bist und merkst, ah, die Uhr, ich habe noch 10%, kriegst du eine Warnung und dann schaltet sie eben ihren Modus zurück und sagt, okay, ich schalte das GPS-System ein bisschen zurück, dass ich nicht mehr alle Sekunden ein GPS-Signal sende, vielleicht nur noch 30 Sekunden, aber dafür habe ich mehr Akku und komme auch wirklich ans Ziel. Also das ist, wie gesagt, wir wollen hier auch wirklich Qualität auf den Preispunkt bringen, eben deswegen auch handgemacht in Finnland, eben auch angelegt an die Sunto 9, an unsere 600-Euro-Uhr, selbe Software drinnen, aber halt eben ein bisschen abgespeckt, kein barometrischen Höhenmesser, sondern GPS-Höhenmesser, was dir aber trotzdem alles ermöglicht, dass du hier auch deine Höhendaten mit beim Laufen aufgezeichnet bekommst. Gibt es von der Sunto 5 dann auch wieder verschiedene Varianten oder wirklich nur die eine Variante? Es gibt nur eine Sunto 5, wir haben 4 Farbvarianten davon, also wir haben eine eben in diesem Schwarz, wie hier gesehen, wir haben eine weiße, wir haben eine Burgundi und wir haben eine Copper-Version, die besonders für die Key-Accounts für euch zum Beispiel dann erhältlich ist. Okay. Und die ist auch mit den beiden Satellitensystemen dann immer ausgestattet? Immer das selbe System, genau. Das immer, alle Software-Varianten sind immer gleich. Und wie gesagt, es gibt hier keine Sunto 5 Baro, sondern einfach nur eine Sunto 5, weil immer dasselbe drauf ist, auch von der Hardware. Ja, dann danke ich dir vielmals. Danke dir. Das war sehr interessant. Ja, bitte. Sehr gerne. Wenn ihr noch Fragen habt, dann haut die in die Kommentare. Und sonst vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.